Aber eine Kursänderung gab es ja. Erzählt mir alles. Dass er so links dann auftaucht, diese Drehscheibe. Ja, ja. Er hat ausgesagt, Mary sei unschuldig, dass sie hier das Opfer sei. Aber das hat er letztes Mal auch gesagt. Du hattest ja, glaube ich, das andere genommen letzte Woche, ne? Mhm. Und was passiert jetzt? Das hilft uns. Muss es. Wir wissen jetzt, dass wir ändern können, was passiert. Was denkst du? Hat er recht damit? Es war, wie er gesagt hat. Teufel. Wir müssen weg. Nicht sie raus hier. Meine Frau hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Nein. Ich war nicht da. Was für Klamotten. Ja, James, klar. Das muss ja ewig her sein. In den 70ern lag mein Leben noch vor mir. Hm. Ist mein Ernst? Leck mich am Arsch. Ja. Nach der Disziplinbesprechung schreibe ich in Hinsicht ihrer Anwesenheit und ihres Verhaltens. Ich glaube, das hatten wir schon. Ja, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal genau vorgelesen. Glaube ich, noch irgendwie was, ne? Ja, in der Schublade. Ist ja. Und im Salabim. Ah ja, genau, das Foto, ne? Foto von uns, ja. Komm mal her, das musst du sehen. Wie genau hinter dir. Na, ja, aber wie stehst du draußen? Das ist echt krass. Das ist zu viel. Sowas von zu viel. Erst diese Hexenjäger von Anno dazumal, die aussehen wie wir. Und jetzt haben wir diese gruselige Familie, die auch genauso aussehen wie wir. Was soll der Scheiß? Aber was heißt das? Sind sie gestorben wie die anderen Doubles? Weiß nicht. Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht träumen wir ja alle. Willst du echt ein Andenken? An heute? An Little Hope? Weiß nicht. Aber ich will's haben. Du meintest, das hier wäre nur ein Albtraum. Glaubst du das? Warum solltet ihr alle in meinem Traum sein? Das könnte... Hä? Weil ich hier das reinmache, sonst verstehe ich noch trotzdem weiter. Wie schön ordentlich die das dann immer wieder zurücklegen. Ja. So wie es vorher drin war. Aber auf dem Pixel genau, ne? Gegen die Maschine gelaufen. Ich hab die Kurve nicht gekriegt. Oh, bist du doch abhängig geworden. Wovon? Von Luft. Ja. Bisschen. Was ist da passiert? Hat sie ihn sitzen lassen? Ja. Ganz viel Müll. Ja, was hast du da feines gefunden? Die Zeitung, die du beim letzten Mal gefunden hattest. Ah ja. Busfahrer gesucht, genau. Bewerbung an Prime Transit. Also Leute, ne? Wer Busfahrer werden will. Ich weiß ganz genau, wo sich jetzt bewerben sollte. Richtig.
Ach ja, der werte Herr Judd. Das habe ich letztes Mal nicht gefunden. Unten drunter lag noch was. Oh, okay. Thomas Wyman, 1643 bis 1701. Als mehrere Menschen in Little Hope als Hexen beschuldigt wurden, hatte Thomas den Vorsitz inne. Später bereute er die Aussage, eines Kindes zu viel Gewicht beigemessen zu haben. Die aktuelle Fabrik wurde auf den ehemaligen Wohnsitz Wymans gegründet. Mhm. Interessant. Wie ist es auch noch Lucky Lucky, mhm. Marie? Ich hatte letztes Mal nicht weit genug runtergeguckt. Hm. Und hier liegt noch ein Zettel. Hatten wir den letztes Mal? Weiß ich gar nicht. Sam Notchett, Livingston, 6. Februar 1693. Nachdem ich den Brief von Captain Bond beziehentlich der Vorfälle in Little Hope gelesen und die Anträge der Einwohner gehört habe, möchte ich mit diesem Schreiben meine Betroffenheit ausdrücken. Pastor Carvers Lehren wichen von wahrem Glauben und Frömmigkeit ab. Sein Geist entfernte sich von der Gemeinschaft der Heiligen und gab sich über viele Jahre der Sünde hin. Nachforschungen sollen hinsichtlich seiner früheren Taten angestellt werden, die die Stadt infiziert und verdorben haben. Ich bitte darum, einen Beirat zu gründen, um den Geschehnissen des letzten Jahres samt der Beteiligung des Mädchens auf den Grund zu gehen. Untertänigst Post Wyman Richter. Hm. Hier machst du mal Lucky Lucky. Ja. Hat auch gut erhalten, muss man mal dazu sagen. Ne? Ja. Definitiv. Für das Alter. Oh, hier hinten ist noch was. Der hat ja richtig Angst in den Augen. East Country Commission. Fabrikschließung. Die Fabrik wurde aufgrund der Liquidation von Little Hope Textil geschlossen. Aufgrund mehrerer Vorfälle seit der Schließung ist der Zutritt zur Fabrik untersagt. Versuche, das Gelände zu betreten, werden als kriminelle Verstöße geahndet. Ehemalige Mitarbeiter, die ihr Eigentum zurückhaben möchten, können uns unter 555-6686 kontaktieren. Das hängt drinnen, ne? Mhm. Ja, damit ich die Angestellten nicht finden. Bist du wirklich Andrew? Ach komm. Aber wer sind die Leute auf dem Bild? Vielleicht gab es einen Zeitsprung. Dann sind wir die Leute auf dem Bild. Aber die sind so alt wie wir. Ey, du sollst dich hochgehen. So wie es aussieht. Vollhorst. Okay. Was ist dann? Aber wenn wir da natürlich los weitergehen, geht's weiter. Wir sind tot. Hast du dir das Bild das im Spiel schon angeguckt? Gesagt? Nee. Wir sind alle tot. Eifel zu. Tanja und Vince. Da 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 da. Ja. Ich weiß nicht, aber auch warum der ein rotes Shirt anhat. Wegen dem Blut? Mhm. Damit man es nicht so sieht. Wieso stehst du da so? Ah. Bei mir wurde nichts ausgelöst. Da und oh, das zählt aber bei dir gerade ganz schön hinterher. Mhm. Schnell. Gut. Gut, dann gehen wir mal ganz schnell raus. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dadurch, dass du mich jetzt hier weggeschoben hast, habe ich die Option nicht mehr. Ja. Andrew, beweg deinen Arsch und hilf mir. Das geht doch netter. Was ist? Ich gehe hier hin, du da drüben. Dann schieben wir. Gut. Und los! Ich
Oh shit! Ah! So, was denn mal, dass ich verkacke? Alles gut! Round 2. Ach. Daniel, duck dich! Schieß doch mal, Mann! Ich rette dich! Na komm, let's do it, baby. Boah, schön durchgezogen. Ja. Yes. Daniel, bist du da unten? Daniel? Mit links ist das Bashen für mich gar nicht so einfach. Übungssache. Sag doch was! Gib uns ein Zeichen! Hast du bist nicht draufgegangen. Nein, ich habe nicht verkackt. Richtig stolz auf euch. Wir sind immer noch alle vollständig. Ja, Daniel ist jetzt halt kurzzeitig weg. Aber er kommt dann ja wieder. Hölle hat damit nichts zu tun. Siehst du Daniel? Nein. Ist noch nicht da. Okay, gehen wir weiter. Daniel geht sicher gut. Holt uns bald ein. Ach Mann, jetzt muss ich Angie spielen. Heads up. Wie soll ich denn hier bitte rauskommen? Geht's dir gut, Daniel? Wo zum Teufel ist er hin? Daniel, bitte antworte! Bleib cool. Wir finden ihn. Aber Zelle gefunden. Hast du ihn letztes Mal auch mitgefunden? Glaube ja. Mit dem sehr geehrten Herr McCarthy? Mhm. Okay. Daniel? Wo bist du? Andrew! Hey! Leute! Bin hier oben! Mann, schön euch zu sehen. Immerhin sieht jetzt noch jemand aus wie frisch aus dem Sumpf. Oh mein Gott. Dacht, du wärst tot. Mich wirst du nicht los. Da kommt Besuch. Ach, das ist. Betschi. Ja. Betschi Mabuse. Hat jemand von euch Mary gesehen? Ey, das ist mein andauernd jung gerannt wird. Hässliche Lackierung. Entschuldigung. Ich
Killerhörchen. Wow. Bisschen übertrieben. Lassen. Das hattest du vorgelesen, ne? Das hatte ich beim letzten Mal gefunden. Ich verstehe seine Karren hier denn immer ab. Weiß nicht, aber Taylor guckt das Auto, hat jetzt noch nie eins gesehen. Hey, wer steht denn da? Na, der Dicke. Nein, da hinten? Der Professor. Der ist nicht. War doch. Müh zu weit gelaufen. Da bewegt sich was. Ah, ich glaube, das ist. Alma! Und jetzt kommt die Knuddelattacke. Aber unser Knuddelmonster sieht nicht so aus. Nein. Das ist plüschig. Plüschig, ja, okay, gut. Was auch passiert, wachsam bleiben. Gruppenknuddeln. Solange ihr lebt, ist niemand in Little Hope sicher, Joseph. Drum müsst ihr sterben. Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mich euch. Doch wagt es nicht, meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Oh, wen schützt ihr schon? Joseph, entsagt ihr den Teufel und all seinen Herren? Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels. Nee, in unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Und Schuld ist die Satans Brut. Mary. Wir müssen das stoppen. Ich werde nichts auswählen. Greift doch, sie wird euch umbringen! Euch alle! Ach, seht, wie das arme Kind leidet! Joseph hält sie noch im Griff des Teufels! Mehr Steine! Wie steht so da nur? Den Teufel in ihm! Zaudert nicht! Das Schicksal von Little Hope hängt davon ab! Er hat dem hat's ausgehaucht, das Leben. Mhm. Was war los? Sag schon. Nur sie war nicht dabei. Mhm. Ja, beim letzten Mal auch. Zeit für was? Weil da war sie ja tot. Ah ja, Knuddelmorf, die Schwester. Sich wehren. Ich hab das Fliehen satt. Bist du verrückt? Wir müssen weg. John, beeil dich! Auf. Also wenn so ein Vorschlag mal trifft, dann... Ne? Hat nur eine Szene von dem Vieh die ganze Zeit. Ach so. Ja! Der saß. Mhm. Ich geb mir auch die größte Mühe. Jawohl, schön gemacht. Immer wieder gerne. Sehr schön, Michel. Tut das weh, danke. Auf jeden Fall bist du auf einmal, ist der auf einmal ziemlich gelenkig. Mhm. Oh, und hartnäckig.
hier rein! Jetzt lass halt mal los. Ich will nicht mit dir kuscheln. Ach, der saß gut. Ja, hätte ein bisschen mehr Wumms vertragen, aber ist ganz okay. Wir müssen weg. Los jetzt. Das Ding hat nur auf mich abgesehen. Weg hier jetzt. Ich halte es auf. Das musst du nicht tun. Lauf weg, bitte. So bin ich auch entkommen. Das ist dämlich. Du musst da weg. Ich habe beim letzten Mal das andere gewählt. Ist das weg? Ich sehe es nicht mehr. Jetzt mit der Hand, ey, und raus. Ja, wie bei Until Dawn. Naja. Das letzte Mal war das Vieh dann ja auch einfach weg. Ja. Wo verdammt sind wir jetzt? Sieht aus, als wäre es abgebrannt. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht, ist das Motto dieser Stadt. Welcome-Slogan. Hier stimmt was nicht. Hey. Ich bin jetzt Ende. Ich bin jetzt Taylor. Ah ja, das ist der Spot für den nächsten Teil. Ja, den hatten wir letzte Woche noch gesehen, wo genau. Wir dann schon aufgehört hatten. Richtig, werden wir nachher auch zeigen. Mhm. Diesmal lassen wir mitlaufen. Hat wohl irgendeiner das Seil gekappt. Oh, guck mal, hier hängt die Schaukel wieder. Okay. Tristan. Wohin war sie ja kaputt? Ja, abgebrannt halt. Richtig. Das Käppchen, das Holzkäppchen kommt. Naja, die hat sie auch vorher nicht gekriegt. Mhm. Mal gucken, ob es jetzt gleich wieder abstürzt. Das ist nämlich genau nach der Szene passiert. Ja. Nein, diesmal nicht. Okay. Aber die Grafik sieht hier, finde ich, trotzdem komisch aus. Ja, definitiv. Die moderne Anleitung für erfolgreiche Eltern. Dr. Andreas Vogel. SFT Publishing. Ach, Hängearsch ist auch noch da. Ja, natürlich ist Hängearschchen da. Geh doch ein. Hier ist noch was. James und Anne, 4. November 1958. Ach, die beiden waren es. Ja, genau. Das müsst ihr euch anschauen. Angel und ich verheiratet? Das macht immer weniger Sinn. Hm. Weiß nicht, ich würde die Schabracke auch nicht heiraten wollen. Nee. Die ist mir eindeutig zu suspekt. Hm. Bestimmt ein Flaschenkind. Das schon. Wenn man nicht hier aus dem einen Fenster noch rausguckt? Ja, hier bei Dings. Kinderzeichnung. Ist Ihnen egal.
Kuppelchen ist wieder da. Ich möchte mit dem aber nicht knuddeln. Ah ja, genau. Du hast die Kinderzeichnung hier schon. Oh. Ein Brief. Ich habe so das Gefühl, dass der Pfaffe das Böse ist, was man am Anfang gesehen hat. Das kann gut möglich sein. Die Vermutung habe ich. Hast du den Brief von dem Rubberhand gelesen gehabt letztes Mal? Glaube ja, oder es funktionierte nicht. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Am besten nochmal vorlesen. Reverend Carson, September 1971. Liebe Anna, vielen Dank für deinen Brief über Megan. Ich verstehe deine Besorgnis und versichere dir, dass das rebellische Benehmen deiner Tochter nichts Ungewöhnliches ist. Ich habe Eltern mit ähnlichen Problemen geholfen und würde mich freuen, bei Megans moralischer Führung zu helfen. Im Brief der Hebräer steht, dass... Ja, hatte ich gelesen. Jede Züchtige, ja, genau. Wo wir uns noch so aufgeregt hatten wegen Züchtigung. Genau. Jetzt musst du mal alles Putti machen. Entschuldigung. Ich habe aber kein Knöpfchen gedrückt. Aber auch nichts auf und da ist auch nichts weiter. Ja, das konnte ich ja beim letzten Mal ja nicht weiter runter gucken. Mhm. Wollen wir das schreiben? Ja, hier ist die Treppe. Oh, diesmal komme ich da nicht rein. Okay. Ja, dann wollen wir dann hoch? Ja, können wir machen.